Hallo und herzlich willkommen zu einem Test von DZFM. Wir schauen uns heute mal Dub Dash an, das ist ein Spiel von Head Up Games und das kommt am 16.02. auf Steam. In diesem Spiel geht es darum, möglichst fehlerfrei durch Parcours mit Hindernissen zu kommen, immer im Beat der Musik. Dabei kann man auch noch viele, viele Boni sammeln, die durch sogenannte Noten, die hier überall in den Levels verteilt sind, eingesammelt werden können und das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen. Eine dieser Noten kommt jetzt auch gleich. Die war auch ein bisschen schwierig zu holen. Da haben wir alleine 20 Minuten gebraucht, bis wir diese eine Note dann endlich unser eigen nennen konnten. Und genau das ist es, was Dub Dash wirklich so motivierend macht. Es macht einfach einen Heidenspaß, zu dieser coolen, peppigen Musik durch Parcours zu rennen und dabei noch zu versuchen, Noten an den unmöglichsten Stellen einzusammeln. Denn da ist dann wirklich Reaktionsfähigkeit gefragt. Und man muss wirklich sehr, sehr schnell sein, um diese zu bekommen und danach nicht kaputt zu gehen. Da war sie, die Note. Am Anfang, als ich das erste Mal das Spiel gestartet habe, habe ich erstmal gedacht, oh je, was ist denn das für ein Spiel, weil die Grafik natürlich altbacken aussah. Aber sie passt einfach zu diesem Spiel und es macht einfach extrem viel Spaß. Und wenn man einmal angefangen hat, dann kann man kaum mehr aufhören, weil man will einfach noch das nächste Lied sehen. Und so kommt da schon relativ viel, viel Motivation zusammen. Und jetzt gucken wir uns mal das zweite Level an und da seht ihr schon, es wird dann doch deutlich schwieriger. Wir haben es auch geschafft nach anderthalb Stunden, aber wollen euch natürlich auch zeigen, wie man kaputt geht. Deswegen lassen wir uns gleich mal bewusst kaputt gehen und kommen dann auch gleich zum Fazit. Zack! Einmal nicht aufgepasst und schon ist der Spaß vorbei. So schnell kann es gehen in Dub Dash und wir kommen somit jetzt dann zum Fazit. Dub Dash ist ein Spiel von Head Up Games, also einer kleinen Indie-Spielefirma und macht einen Riesenspaß. Das Tolle daran ist auch, dass der Preis wirklich fair ist. Mit unter 2 Euro ersetzt es jede coole App auf eurem Handy, denn da gebt ihr, glaube ich, für viel größeren unnötiges Zeug Geld aus. Es motiviert durch seine vielen, vielen Levels endlos und macht einen Riesenspaß. Wir können euch Dub Dash von Head Up Games nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und verpasst keins unserer kommenden Videos mehr. Es wird noch ganz viele Tests geben, so zum Beispiel im März das neue UFC von EA oder das neue Need for Speed. Ich sag danke fürs Zuschauen, tschüss sagt DZFM. Und Nils Peschke.